Hier sehen wir den Nasdaq, und zwar in einzelnen Tagen. Und hier sehen wir den langen Abwärtstrendkanal seit Anfang des Jahres, oder nicht die Abwärtstrendkanal, sondern die Abwärtstrendlinie von Anfang des letzten Jahres. Und wir sehen das jetzt hier zum vierten Mal auf dem gleichen Niveau um etwa 10.750 Punkte, der Nasdaq eine Unterstützung gefunden hat, auch hier wieder. Also wenn das jetzt hochgeht, das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Signal, eine sehr, sehr wichtige Unterstützung. Und das bedeutet zwei Dinge. Zum einen, wenn es hier so, wie es momentan und per heute aussieht, auch die Dynamiken zeigen das her, nicht zu einem Abverkauf kommt, im Moment sieht es auch nicht danach aus, dann könnte das jetzt eine ganz schnelle, starke Bewegung nach oben geben. Und hier ist dann die Frage, schafft es der Markt über diese Linie nach oben auszubrechen? Das wäre ein brutal starkes Signal. Oder gibt es dann hier neue Erkenntnisse und es geht wieder nach unten? Wann immer wir hier diese 10.700 unterschreiten sollten, da wird es dann richtig knackig, da kommt dann richtig Frust auf. Aber es spricht im Moment zumindest nichts dagegen, dass eine erste Bewegung uns erstmal hier Richtung 12.000 Punkte im Nasdaq führen würde. Und das gilt übrigens ebenfalls auch für den S&P. Da haben wir eine ähnliche Situation. Auch hier der Abwärtstrend von Anfang letzten Jahres. Dann hatten wir hier so einen Aufwärtskeil, der sich entwickelt hat, oder ein Keil, der sich entwickelt hatte. Und wir hatten hier in den Videos, hatte ich angemerkt, dass es entscheidet sich, ob es nach oben oder unten ausbricht. In die eine oder andere Richtung wird es beschleunigt, kam dann der Ausbruch nach unten. So, und jetzt haben wir auch hier wieder eine Bodenbildung um die 3080, die wir jetzt schon den ganzen Dezember sehen. Die hat gut gehalten. Und wieder den Anlauf nach oben. Das könnte also durchaus hier Richtung 4000, 4100 auch im S&P erstmal gehen. Also so die ersten Tage des Jahres scheinen sich ganz gut auszulassen. Naja, warten wir ab, wie es weitergeht. Die großen amerikanischen Konzerne sind fast alle jetzt in den nächsten zwei Wochen kommen oder sind bereits in der sogenannten Black Period. Das heißt, die dürfen keine eigenen Aktien kaufen. Ein ganz wesentlicher Stabilisator an den amerikanischen Aktienmärkten der letzten Monate oder Jahre sogar sind die Aktienrückkaufprogramme der großen Konzerne, die einen wesentlichen Teil ihrer Unternehmensgewinne in Aktienrückkäufe investieren und damit die Aktien vom Markt nehmen und den Kurs stabilisieren. Und die dürfen kurz bevor neue Zahlen bekannt gegeben werden des eigenen Unternehmens, dürfen die keine eigenen Aktien kaufen, die sogenannte Black Period. Und da sind jetzt da die Quartalszahlen für das letzte Quartal 2022 jetzt anstehen, sind jetzt ganz viele Unternehmen in dieser Black Period, fallen also im Moment als Käufer aus. Also im Augenblick sehen wir private Investoren, sehen wir Fonds, sehen wir Pensionskassen, die jetzt investieren, teilweise schneller investieren müssen. Die großen Players sind momentan raus, könnte aber sein, dass die nach ihrer Black Period zusätzlich kommen. Also das könnte dann durchaus eine Beschleunigung zum Monatsende geben, also es wird extrem spannend.